wunderschönen guten Morgen. Wir verlassen das sonnige San Francisco und fahren jetzt gleich an der Pazifikküste den Highway 1 runter. Ihr lieben Surfer da draußen, wo sind wir gerade? Erkennt ihr das hier? Wahrscheinlich nicht, denn es ist gerade keine Wellen da. Wir sind gerade in der Half Moon Bay und in der Half Moon Bay gibt es eine ganz, ganz bekannte Big Wave. Mavericks heißt die. Die ist ganz da draußen und auch immer nur, wenn Saison ist. Man muss 1,5 Stunden rauspaddeln und dann erreicht man diese Riesenwelle, die sehr, sehr gemeingefährlich sein soll. Haie, schlechtes Wetter, kalt, also alles Dinge, die man eigentlich nicht haben möchte, wenn man im Surfen ist. Also ich zumindest nicht. Und dieser Ort, der ist hier. Wir gehen heute nicht surfen, sondern wir haben uns hier einen leckeren Kaffee geholt und einen Bagel, genießen jetzt das schöne Wetter und die schöne Aussicht. Und vielleicht sehen wir hier irgendwo noch so ein paar Robben. Ich glaube, ich habe gerade schon eine gesehen. Weitergefahren, halten hier immer einzeln an den Buchten, was einfach so schön ist, hier das Meer zu sehen und die Klippen. Und es erinnert uns so an Great Ocean Road, aber auch an die Bretagne. Also es ist einfach traumhaft schön und es wird langsam ein bisschen wärmer. Also, der Pacific Coast Highway ist auf jeden Fall ein richtiges Highlight wieder. Und wir sind selten, glaube ich, eine schönere Straße gefahren wie diese. Und es ist einfach so schön. Hinter mir seht ihr übrigens eine Brücke aus dem Jahr 1932, über die wir gleich fahren werden. Ich glaube, es ist auch ein ganz bekanntes Fotomotiv. Und ich meine, das Wasser da unten, das ist... Also, ich will reinspringen. Ich weiß, es ist kalt, aber es ist einfach so schön klar, kristallklar. Ah, Traum, erträumische. The last cigarette, broken phone. The rain's gonna be really soon. Ich muss mich korrigieren, das ist das ganz bekannte Fotomotiv. Das davon aber war genauso schön. Ebenfalls von 1932 die Brücke. Und die sind echt riesig, also die sind über 2 Meter groß, aber sieht so cool aus, die sind super nah und hier ist einfach der ganze Strand voll mit Seelen. Wir sind an
unserer Campsite angekommen und unsere Campsite hat einen richtig, richtig schönen Strand vor der Tür. Sehr wild, sehr, ja, rustikal, aber auch sehr windig und ein bisschen frisch. Aber wir haben gesagt, heute ist der letzte Abend mit unserem Camper Milo. Da trinken wir vorher noch mal ein schönes Bierchen und schlafen noch mal in dem. Und ja, jetzt genießen wir ein klein wenig den Sonnenuntergang und ja, diesen Ausblick. San Simeon State Beach. Ist wirklich sehr, sehr schön. Der Campingplatz, der einzigste Platz übrigens, also der einzigste Platz, den wir jetzt hier ergattert haben, der an der ganzen Küste noch frei war für dieses Wochenende. Den haben wir irgendwie so als Restposten bekommen. Ja, genießen jetzt den Abend hier noch ein bisschen. Die Sonne geht bei uns als letztes unter an unserem Platz, also haben einen guten rausgesucht. Und freuen uns einfach und sind sehr, sehr dankbar, dass wir das heute erleben durften. Und während ich Essen mache, macht die feine Dame erstmal ein bisschen Yoga. Auch gut, oder? Ich kann euch sagen, Pacific Coast Highway ist sehr beliebt. Dieser Platz kostet pro Nacht $35, also sehr teuer, plus $7,99 Reservierungsgebühren. Es ist wirklich viel, aber man darf hier in den National Forests nicht einfach stehen, sondern wird dann vom Park Ranger fortgejagt. Wir haben das noch nicht ausprobiert, was wirklich passiert, wenn man sich irgendwo hinstellt und einer kommt, ob man eine Strafe zahlen muss oder sonst irgendwas. Wir haben es jetzt aber auch nicht ausprobiert und auf die Probe gestellt, sind aber trotzdem glücklich über unseren Platz. Sieht cool aus, was ihr macht, oder? Unser Bett ist gemacht. Die sind echt so flauschig. Das macht sehr gemütlich. Und Nick ist fleißig am Kochen. War es auch ein bisschen romantisch. Ich mach eine Kerze an. So eine Outdoor-Kitchen hat schon was. Wenn einer von euch einen Camping-Koch braucht, 0800 Nick the Cook. Einfach anrufen. Ein Campingkocher? Ein Campingkoch! Essen war sehr lecker. Bevor die Sonne jetzt weg ist, sagen wir mal gute Nacht. Kurz Nächtle. Morgen geht's noch die restliche Route in Highway 1 entlang bis nach Los Angeles. Und ja, wir sehen uns morgen früh. Einen schönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Wir sitzen vorne am Strand, genießen unseren Kaffee und das Meeresrauschen ist richtig schön. Und heute ist es auch nicht mehr so windig wie gestern. Ja. Und dementsprechend wärmer und einfach herrlich. Es geht weiter. Und zwar Richtung LA. Weiter den Highway 1 bzw. den Pacific Coast Highway entlang und schauen mal, was wir heute noch alles so entdecken, bis wir in LA sind. Kurzen Abstecher nach Dänemark. Kurzen Abstecher nach Dänemark gibt's. Dann sind wir aber wieder zurück in den USA. Vielleicht gibt's auch ein paar Zimtschnecken. Wir sind jetzt in Morro Bay und gehen hier mal an den Strand, weil der ist ziemlich cool. Da ist nämlich da drüben so ein riesen fetter Felsen und sieht von hier auch schon sehr, sehr cool aus. Wir haben jetzt nochmal einen kurzen Halt gemacht am Pismo Beach
und der ist richtig schön, weißer Sandstrand, sehr viele Leute, da hinten ist so ein schöner Pier und ich weiß nicht warum, aber hier hat es zwei Ziegen am Strand. Übrigens jetzt rausgefunden, warum da Ziegen am Strand sind. Und zwar sind es die Pismos Famous Surfing Goats. Also anscheinend können die surfen. Also können surfen. Ja, sowas gibt es halt auch in Amerika. Ob das jetzt sein muss, weiß ich auch nicht. Wir sind jetzt in einem kleinen dänischen Dorf mitten in den USA, und zwar in Solvang. Das ist ein richtig süßes, goldiges Dörfchen, das einem dänischen Städtchen nachempfunden wurde. Ich glaube 1911 wurde das von dänischen Auswanderern gegründet. Leider, weil es so schön ist, haben sich das sehr viele andere Leute auch gedacht. Und wir sind jetzt hier schon ein paar Runden gefahren. Es gibt überhaupt keinen Parkplatz mehr. Wir fahren jetzt ein bisschen durch, zeigen euch so ein paar Eindrücke von Solvang und fahren dann weiter. Wir haben uns kurz umgezogen, ins Motel eingecheckt. Am Pacific Coast Highway darf man nämlich leider nirgendwo frei stehen. Deswegen schlafen wir heute in der Nähe von Malibu. Und Malibu ist genau da, wo wir jetzt gerade sind, am Malibu Beach. Ja, ist ganz cool hier. Sonne geht gerade unter, da genießen wir noch ein klein wenig die letzten Sonnenstrahlen und das wunderschöne Licht. Ja. Genau, erst jetzt noch eine Kleinigkeit. Und beenden hier das Video. Das war also der Highway 1. Wir hoffen, die Eindrücke haben euch gefallen. Ja. Falls dem so sei, dann lasst uns doch gerne ein Like da. Und damit ihr die nächsten Abenteuer von uns nicht verpasst, abonniert unseren Kanal kostenlos. Wir freuen uns über jeden, der mit uns mitreist. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wir sind im St. Simeon National. Wir sind am St. Simeon National Beach. Wir sind am St. Simeon National Beach.